Ist der Abo-Button gedrückt? Machst du das Gnu verrückt? Ich weiß, der war schlecht, aber drück den Button. Danke. Willkommen zu einem neuen Video und heute dreht sich alles um ein Thema, das uns alle nervt. Im Sommer vor allem, wenn es heiß ist. Es macht ätzende Geräusche, es tut weh, aua, es juckt und keiner hat Bock drauf. Es ist Revi. Nein, natürlich nicht. Heute spielen wir Mosquito und wir werden heute Leute aussaugen. Und das Schlimme ist, wir machen heute auch keinen Halt, auch nicht vor Frauen oder Babys oder sonst wem. Gegen später werden wir das Ganze auf die Spitze treiben, dann gibt es nämlich eine Mückenplage. Wie viele sind denn das? Heute mit der unfassbar krassen Füllung von Schnakenstichen und Juckreiz. Außerdem haben wir heute wieder einen Kommentar des Tages. Denn wenn ihr unten die Kommentare schreibt, habt ihr die Möglichkeit, in eines meiner Videos eingebunden zu werden. Und zwar hat die liebe Nika geschrieben: Ich freue mich mega auf die Croissant-Füllungen in deinem Gnu-Shop. Diese finde ich sind ein großer Teil der Community und endlich können wir sie selber haben und bei deinen Streams auch aufsetzen. Süß. Dafür gibt's ein extra. Und passend zum Thema. So, Leute, und jetzt rein da. So, Attack by the Baby Ones. Oh, wie arm. Oh Gott, das ist so schrecklich. Ich bin ja voll der Riesen-Moskito. Ih, das Geräusch. Ich bin so ein richtig großes Schwein. Also, wir müssen jetzt ein armes Target aimen und ich weiß auch schon, wer es sein wird, Leute. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo wir... Ich würde sagen, wir stechen in den Arsch, oder? Oder den Riesenschädel. Ach, komm. Da wird es reingeaimt. Los! Rein da! Durch die Windel, Mann! Ja! Wow. Los, saug! Sehr schön. So. Yes. Geil. Geil. Next Level. So. Nochmal. Okay, nochmal. Jetzt würde ich sagen, lass uns zwischen die Augen, finde ich gut. So, let's go. Oh, was? Ich bin im Schädel. Ist egal, komm, wir stechen das Gehirn. Geht das? Oh mein Gott. Ich kann das Gehirn aussaugen. Ich glaube, das ist so einigen Menschen passiert, oder? Dass man das Schnarkes Gehirn ausgesaugt bekommen hat. Zumindest kommt mir das oft so vor. Saug! Vampire Success. Oh mein Gott, das hat voll die rote Stirn. Es tut mir nicht leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Darf ich nochmal? Let's go. Oh mein Gott, ich saug weiter. Oh mein Gott, das arme Kind. Egal, es muss leer gesaugt werden. Wir haben eh schon zu viele Menschen. Oh, ich muss aufhören, oder? Oh, 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 nein. Ach, es ist jetzt wach. Jetzt muss ich aufpassen. Ah, okay. Nochmal, let's go, okay. So, let's go. Mach es leer, mach es leer. Sorg dafür, dass es aufhört zu schreien. Yes. Okay, attack sister twice. Oh. Na, du kleine süße Maus. Darf ich dich mal stechen? Du hast aber eine wunderhübsche Kette an. Darf ich dir eine dritte Brust zaubern? Ich darf dich ja zweimal stechen. Deswegen würde ich sagen, jetzt wo es leichter ist, steche ich sie hier einfach zwischen die Bubis. Und dann attack. Ich aime das Target. Okay. Roger, wir sind ready für die Landung. Let's go! Dritter Busen incoming. Los, saug's leer. Saug sie leer. Wahrscheinlich steht sie morgen auf, hat nur noch eine. Sehr gut. Vampire Success. Mayday, Mayday, Roger. Wir haben die rechte Brust abgenommen. Okay, sie ist jetzt ein bisschen wach geworden. Das ist okay. Okay, let's go, Mann. Also, lass mal lurken. Ich würde sagen, jeder von uns will es. Jeder von uns weiß es. Und ich würde sagen, aimen wir das Target an, Mann, Leute. Let's go. Okay, saug. Saug. Wie sie überhaupt nichts merkt, ne? Wie ich meinen dicken Arsch vollsauge. So, sehr schön. Wir haben es geschafft, Leute. Woo! Attack Grandma. Oh Gott, Grandma. Oh mein Gott, sieht die gruselig aus. Was ist, wenn ich hier ein bisschen saugen will? Ich stehe frisch weg. Geht wahrscheinlich nicht, weil die wach ist, oder? Aber unser Fröckle kann doch jeder mal flitze. Ich saug trotzdem mal. Stört sie wahrscheinlich eh nicht. Der Frau, du hast so einen fetten Moskito da am Arm, Schenkel hängen. Okay, das merkt sie leider, das geht nicht. Okay, kann ich an deinem Spiegelei saugen? Ihr einfach mal das Auge auszusaugen. Soll ich mal? So, das fällt halt auch überhaupt nicht auf. Wahrscheinlich schaffe ich das gar nicht, weil sie wach ist. Aber wenn ihr, oh Gott, das fällt ihr nicht mal auf, dass ich ihr mitten im Gesicht bin und sie absauge. Okay. Dann hätte ich noch sehr gerne einmal deinen Arm. Es fällt auch gar nicht auf, ne? Die Leute sind echt geduldig mit mir, muss ich sagen. Das ist so nett. So, hier am Arm.
Fällt ja auch überhaupt nicht auf, während sie kocht. Sieht die Alte nix? Oh nein, 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 nein! Okay, nochmal. Ist nie passiert, Leute. Alles gut, mir geht's gut. So, Grandma. Ich würde sagen, die checkt doch eh nichts mehr, oder? Da kann man doch... Mitten ins Gesicht. Oder wollen wir die aussaugen? Komm, let's go. Ab durch den Stoff. Okay, Oma. Es wird jetzt gleich ein bisschen weniger werden und wehtun, aber vertrau mir. Keine Sorge. Ab durch den Stoff. Grandma, wo ist deine rechte Brust? Ich weiß das nicht. Easy. Wahrscheinlich ist die Brust einfach größer geworden. Oh mein Gott. So, holen Sie sich jetzt Ihren XXL-Moskito für Ihre Brustvergrößerung. So, ich würde sagen, die Nase machen wir mal noch ein bisschen größer, oder? Mitten ins Gesicht. Omi, komm. Du willst es doch auch. Let's go. Sehr schön. Saug, kleine, saug. Saug Ihr Gehirn und Ihre Seele aus. Sehr schön. Oh nein, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh, das war knapp. Aber wir probieren es nochmal ab in die Stirn, ja? Ab in die Kopfhaut. Oder ich kann mir das Gehirn aussaugen. So, schneller, saug, kleines. Ja, das machst du wundervoll. Das ist schon echt widerwärtig, einfach, dass die unser Blut trinken, ne? Success. Vor allem so dieser Blick so, hey. Attack Dad. Oh mein Gott, dreimal. Was macht denn Dad? Oh mein Gott, der sitzt ja gar nicht richtig drauf. Dad hatte einen Schlaganfall. Saug ihn aus. Okay, let's go. Das sollte ja wohl kein Problem sein. So. Los geht's. Auch noch im Gesicht und ich bin ja auch so riesig. Ich bin so eine Riesenschnake. Das ist fürchterlich. So, direkt nochmal. Es ist mir wurscht. Ab geht's an die Nasenspitze. So assi einfach. Oh Mann, wieso merkt der Sack das denn die ganze Zeit? Ich stech durch den Schuh. Ich hab so einen harten Stachel. Ich komme durch jeden Stoff. So, da sauge ich jetzt einfach. Da merkt er das auch nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Leer, super. Nochmal, direkt nochmal die gleiche Stelle. Wir machen so einen XXXL-Stich. So einen Riesenstich. Den juckst du so lang, bis deine ganze Haut aufgekratzt ist. Nochmal, direkt rein da. Rein da, rein da. Sehr schön. Wie viel sauge ich eigentlich? Oh, attack Mom 3 times. Dann hole ich halt die Mutter. Ich glaube, das sollte kein Problem sein, Mom einfach mal in den Hintern zu stechen. Da wird sie es 100% nicht merken. Let's go! So, ich glaube, wir haben auch die ganze Familie durch, oder? Wir haben die Tochter ausgesaugt, das Kind, den Vater, die Mutter, die Oma. Keiner lebt mehr. Alle mit Malaria füllen. Ich sauge seit 3 Stunden an deinem Hintern. Wie kannst du das nicht bemerken? Ich muss dir ehrlich gesagt auch mal anmerken, der Kopf des Kindes ist überdimensional groß und ich frage mich, wie dieses Kind mit diesem Kopf aus dieser Frau rauskommen konnte. Ich stelle es einfach nur mal in den Raum. Und was sind das für Riesenwürstchen? Where's Father? Ah, ja, klar. Aha. Hey, ich slide weg. Ich würde sagen, wir haben heute hier für genug Schabernack gesorgt und die komplette Familie mit Malaria infiziert. Und jetzt kommt das wirklich Abartige. Ich konnte es mir eigentlich in der Vorschau kaum anschauen. Aber ihr müsst jetzt alle stark sein, Leute. Es wird jetzt einfach widerwärtig. So, Leute, ihr kennt es ja alle. Es gibt eine Mücke, die nervt. Die tut weh. Die kotzt an. Aber wir wollen heute nicht nur eine Schnake. Deswegen werden wir sie heute aussaugen und eliminieren. Ich bin übrigens immer die, die am wenigsten gestochen wird. Mein Blut schmeckt, glaube ich, richtig ranzig. Während andere das Glück haben, dass es schön saftig ist. Es war immer so, dass wenn wir irgendwo unterwegs waren, andere Leute zerstochen worden sind und ich nicht. Finde ich sehr gut, aber ich würde sagen, let's go, Leute. Mein Albtraum beginnt jetzt. Okay. Oh Gott, es ist... Also allein das... Ey, allein wie viele sind denn das? Das ist ja schrecklich. Oh mein Gott, das wäre schon einfach mein Albtraum. Oh Gott, das ist fürchterlich. Die Arme, ey. Was glaubt ihr, wie laut das sein muss? Boah, das ist ja fürchterlich. Und wie die hier snacken. Okay, mach mal den Hunger groß. Ich frage mich gerade wirklich, ob die richtig besoffen ist oder warum wacht die nicht auf. Also ich wache ja bei einer Schnake schon auf. Wie viel sind das jetzt? 26, oh Gott. Okay, mehr. So richtige aggressive Mücken, die jetzt richtig durch. Boah, es ist schrecklich, wirklich. Okay, let's go. Number. Oh Gott, es ist so schrecklich. Ah, die Arme. Superbugs. Boah, wir wollen Superbugs. Let's go. Wir brauchen viel, viel mehr Mücken. Oh Gott, es sind schon 43. Hoffentlich, ich will die 100 Mücken schaffen. 100 Mücken, Leute, das muss drin sein. Let's go. Ich mache jetzt ganz viel Mücken. Ich gehe nur noch auf die Zahl. Nicht mehr auf, dass sie irgendwie schnell sind oder Hunger haben. Wir machen einfach nur ganz viele. So, let's go. Let's go. Oh Gott, 75. Oh Gott. Oh, schrecklich. Oh mein Gott, es tut mir so leid, Girl.
Oh, es ist schrecklich. Ich finde es ganz schrecklich. Okay, wir haben die 100 geschafft. Und jetzt machen wir den Hunger hoch. Machen jetzt... Oh mein Gott, das ist so... Oh mein Gott, ey. Das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Boah, die Arme, es tut mir so leid. Naja, Leute, das war unser Exkurs zum Thema Mücken. Ich glaube, es gibt niemand, der sagt, er mag Mücken. Mücken sind einfach nur nervig. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du Mücken nennst. Und vergiss nicht, über viele Kommentare und Likes freuen der Algorithmus und ich uns besonders. Jetzt raus!